Nee, ich will ja hoch, nicht runter. Aber ich glaube, wir müssen fast wirklich ins Wasser rein. Wollen wir mal reinschwimmen? Komm, wir schwimmen mal ins Wasser rein. Okay, das ist schon cool. Oh, das ist dieser Fisch. Hallo meine lieben Freunde und willkommen. Oh Scheiße. Gerade gegen den Busch, gegen den Baum geflogen. Und willkommen zu meinem nächsten Part von Inner Space. Jawohl. Ich hoffe, dass wir auch genau da weitermachen können, wo wir aufgehört haben. Aber ich glaube, das ist schon so. Mal gucken, was der uns zu sagen hat. Dass nicht wieder genau dasselbe kommt. Sprechen. Hast du die Säulen in der Mitte gesehen? Ich wette. Ah, genau, das haben wir gesehen. Das mit dieser. Produzieren, bla bla bla, Flugzeug. Möchtest du sonst noch etwas wissen? Das ist alles. Was soll ich tun? Genau. Hast du die Säule in der Mitte gesehen? Ah, ja, nee, das ist nochmal genau das. Ich wette, dass sie eine Art Energieregelungsmechanismus enthalten. Ich kann sie nicht erreichen, aber vielleicht kannst du von oben hineintauchen. Aber wir müssen also da rein. Gut, machen wir das doch. So, weiterfliegen. Also, tut mir leid für die lappische Begrüßung. Willkommen zu Inner Space, genau. Was wollte ich jetzt sagen? Wir sind beim dritten Part angekommen. Beim letzten Mal haben wir die Steuerung endlich mal ein bisschen in den Griff gekriegt. Und jetzt tauchen wir hier ein in diese... Oh, das war richtig sogar. Drücke Right Mouse Button, um dich zu transformieren. Also sind wir jetzt am Tauchen oder sind wir... Wir sind am Tauchen. Was ist jetzt? Ah, das war's schon. Mehr mussten wir gar nicht machen. Wir mussten tatsächlich nur da durchfliegen. Und es ist da unten was aufgegangen. Und wo ist... das ist ein Fisch. Okay. Cool. Das finde ich jetzt cool, dass wir uns in ein U-Boot oder in sowas ähnliches transformieren konnten. Oh, es geht weiter. Also, wir fliegen jetzt... Ich weiß zwar noch nicht wirklich, was wir hier unten zu suchen haben. Da müssen wir durchstoßen wahrscheinlich. Jawohl. Ja, ich nehme an, dass wir jetzt da rauskommen, oder? Yes. Gut, das hätten wir erledigt. Also unter Wasser sind wir auf jeden Fall viel, viel wendiger wie in der Luft, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ah, da können wir nur wieder aufladen. Aber wir können mal mit dem reden, was uns jetzt der Kartograf... Nee, ich bin ja gerade der Kartograf. Was der uns zu sagen hat. Ui, nein! Oh, ich habe daneben gezielt. Nochmal. Wo ist er? Da, rein. So, was sagt er uns? Sprechen. Kartograf, siehst du das? Die Sonne, sie bewegt sich. Hast du sie irgendwie aktiviert, als du den Käfig geöffnet hast? Eine riesige Kugel aus gesammeltem Wind, die sich von selbst zu bewegen scheint. Sie scheint zu schwimmen, als wäre sie lebendig. Moment mal, glaubst du etwa? Gut, die erste Hypothese, es handelt sich um eine Masse von Wind, die sich aus eigener Kraft durch die Kammer bewegt. Ich bin mir jedoch nicht sicher, warum Wind sich so verhalten würde. Oder Hypothese Nummer 2, wir sind auf etwas ganz Großes gestoßen, etwas aus dem Reich der Legenden. Punkt, 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 Punkt. Wenn das der Fall ist, weiß ich nicht, ob ich in der Lage bin, auch nur ansatzweise zu erklären, was es zu bedeuten hat, dass er hier ist. Halbgötter waren... oder sind extrem gefährliche Kreaturen. In allen Geschichten sind sie der Grund dafür, dass das Universum gestorben ist. Aber der hier ist echt. Stell dir nur mal den Wind vor, den er enthält. Wenn du vorsichtig bist, kannst du ihn dir vielleicht aus größerer Nähe ansehen. Ich habe selbst versucht, in der Nähe des Halbgottes zu schwimmen, wurde aber zurückgestoßen. Er strahlt einfach viel zu viel, ist einfach viel zu viel hell oder irgendwie sowas. Wenn du vielleicht eine Öffnung finden könntest, möchtest du dich sonst noch etwas wissen? Nö. Ich muss eine Öffnung finden. Alles klar. Denke an das, was darauf wartet, entdeckt zu werden. Tschüss. Gut. Eine Öffnung müssen wir... was jetzt? Ich finde mich irgendwie noch nicht so wirklich zurecht, muss ich fast ehrlich zugeben.
Eine Öffnung müssen wir finden. Okay. Okay. Ich würd jetzt einfach mal diesen leuchtenden Glitzerdingern da hinten folgen. Nee, warte, ich wollte ja bremsen eigentlich. Guck mal hier. Hoch. So, sehr schön. Und jetzt? Nee, ich will ja hoch, nicht runter. Aber ich glaube, wir müssen fast wirklich ins Wasser rein. Wollen wir mal reinschwimmen? Komm, wir schwimmen mal ins Wasser rein. Okay, das ist schon cool. Oh, das ist dieser Fisch. Komm, wir folgen dem mal. Mal gucken, wo der hinschwimmt. Kann ich in den reinfliegen? Ich glaube schon, ja. Hallo, Fisch. Was ist jetzt passiert? Okay. Drücke schnell auf Tasten, um zu entkommen. Ja, mach ich doch. Was ist denn jetzt passiert? Okay. Es leuchtet so schön. Und jetzt sollen wir wieder in den reinfliegen oder was? Was passiert dann? Gar nichts. Er ist verschwunden. Ist der verschwunden? Nee, der ist nicht verschwunden. Was auch immer das bedeutet, was der gemacht hat. Guck mal da unten, da können wir lang. So. 57 haben wir schon, 58. Was auch immer das ist. Wir haben schon einige gesammelt. Da unten kommen wir rein. Da müssen wir wahrscheinlich rein. So. Ist immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig da mit der Steuerung. Aber das läuft schon. Ein bisschen gerade im... Nee. Oh, langsam. So, da hoch. Ich will noch mehr von denen. Da hat es ja noch mehr. So. Und jetzt ganz vorsichtig das da oben noch holen. So. Super. Da hatten wir alle. Schwimmt der jetzt weiter rum? Nö, der bleibt auf der Stelle, oder? Oh, guck mal, da oben ist aber noch irgendwas am Glitzern. Was ist denn das? Nichts. Okay. Ich möchte trotzdem aber... Ich schwimme mal hier lang. Mal gucken, was wir hier drin zu finden erhoffen. Ich glaube sogar fast von hier sind wir doch gekommen, oder? Oh, wir können sogar ein bisschen schneller. Mit Space. Oh. Und raus hier. Okay, gut. Anscheinend war da doch nicht ganz, nicht allzu viel zu finden da unten. Aber vielleicht haben wir hier ein bisschen mehr Glück. Ich sammle einfach noch mehr von diesen komischen Glitzerteilen. Und ja, da kommen wir noch klapp durch. Ich glaube, wir müssen nochmal mit unserem Freund reden, damit ich genau weiß, was wir hier machen müssen. Mit den Dingern kann man zielen, ne? Mit denen da. Komm, sag mir doch nochmal, was ich machen soll, Bruder. Was muss ich machen? Was muss ich machen? So. Du, sag's uns nochmal. Sprechen. Ich habe selbst versucht, in der Nähe des Halbgottes zu schwimmen. Das ist dieses Fischvieh. Wurde aber zurückgestoßen. Er strahlte einfach zu hell. Wenn du vielleicht eine Öffnung finden könntest, möchtest du sonst noch etwas wissen? Eine Öffnung. Hä? Was soll ich tun? Ich habe selbst versucht, in die Nähe des Halbgottes zu schwimmen. Wurde aber zurückgestoßen. Er strahlt einfach viel zu hell. Wenn du vielleicht eine Öffnung finden könntest, möchtest du sonst noch etwas wissen? Mann! Bringt mir doch gar nichts. Meint er mit dem halbgottigen komischen Fisch, der da unten ist, oder was?
Ja, muss ja doch fast sein. Oh, was sind wir denn hier? Ui, ich will hoch. Wo sind wir denn hier gelandet? Was ist denn das für ein Geplätscher? Oh oh. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was das ist. Manchmal blicke ich hier echt nicht durch, was unten und oben ist. Aber das soll wahrscheinlich auch der Sinn sein. Okay. Komm, wir fliegen da nochmal rein. Let's go! Okay. Das sieht so schön aus hier unten. So möchte ich gar nicht mehr weg. Mann, das ist doch dieser komische Halbgott hier, oder? Irgendwas von wegen Öffnung oder... Hä? Hä? Was ist das denn? Ja, das ist ja unser Kollege. Mit dem müssen wir nicht nochmal reden. Mensch. Aber der schwimmt trotzdem weiter seine Runde. Habe ich das Gefühl. Hallo. Da unten waren wir schon drin, stimmt's? Ganz, ganz sicher war ich da, glaube ich, schon drin. Ja, ja. Gut, das Einzige, was ich probieren kann, ich kann jetzt nochmal hier rausfliegen und gucken, was dann passiert. Da passiert gar nichts, das ist eine Decke. Ja, ist gut, ich habe es verstanden. Da kommen wir also nicht raus. Okay. Dann müssen wir jetzt wohin? Ich glaube... Ich glaube, dass ich nicht weiß, wo wir jetzt hin müssen. Wir haben ja nicht umsonst... Das... Oh, guck mal, da unten sind auf jeden Fall... Oh, guck mal, hier kommen wir rein. Hier kommen wir rein. So, drehen. Da ist schon wieder so ein Teil. Was ist denn das? Das da. Relikt gesammelt. Ja, das ist ja doch ein Relikt. Was habe ich denn gefunden? Zeig mal her, öffnen. Irgendeine Tafel. Sonnenfischdenkmal. Das ist der Fisch, der da unter Wasser rumschwimmt. Ein Relief der Alten, das vor langer Zeit geschaffen wurde, um der Geschöpfe zu gedenken, die diese Welt erleuchteten. Ihr prächtiges Glühen drang einst bis in den letzten Winkel der Zivilisation der Alten. Okay, cool. Das war's. Aber trotzdem, wir haben wieder ein Relikt gefunden. Aber mehr hat's nicht. Nee, mehr hat's nicht. Aber bei diesem komischen Sonnenfisch hat's doch auch so ein Relikt da am Rumschwimmen. Das will ich haben. Hier hat's auch noch eins. Ich will alle finden. Ups, tut mir leid. War nicht meine Absicht. Ein bisschen gerade machen. Da hinten hat's auch noch mehr. Da ist doch noch ein Relikt. Sehr schön. Ui. Gesammeltes Relikt. Zeig mal her, was haben wir gefunden? Loses Teil. Einfach ein loses Teil. Loslösen. Loses Teil, loslösen. Mhm. Begrabenes Fossil. Diese Überreste scheinen eine aggressive, beschleunigte, versteinerte Durchlauf und so haben. Die Knochen wurden durch den Material ersetzt. Mehr nicht? Die Frage ist natürlich... was wir mit den Relikten noch so alles anstellen können. Schauen wir mal hier hinten. Was finden wir hier hinten denn noch so Schönes? Im Ozean versteckt. Vor aller Augen der Welt.
Du, 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 du. Da hat's noch ganz viele von diesen Dingern, wo man einsammeln kann. Ein bisschen langsamer, mein Freund. Wir folgen einfach mal der Spur hier. Und das war's schon. Gut, aber wir können da unten rein. Cool. Cool, hier gibt's einfach nur wieder viele von diesen Dingern. So, zum Glück ist er so schön wendig, ganz ehrlich. Sonst wäre das übelst mühsam. Und jetzt? Hier gibt es noch welche einzusammeln. Aber jetzt mal ehrlich, wir sind ja nicht hier, um irgendwelche Glitzerfunkelsteine unter Wasser einzusammeln. Wir haben ja eigentlich eine Aufgabe. Da will ich nicht raus. Dann bin ich wieder am Rumfliegen. Ich will nicht fliegen! Ui. Okay, hier waren wir jetzt zwar... Weiß nicht, ob wir hier schon waren. Guck mal, hier unten. Hier waren wir schon. Doch, hier ist ja eigentlich dieser Glitzerfisch am Rumschwimmen. Das ist die allererste Relikt... Also diese komische Kammer, an der wir waren. Genau. Wo müssen wir denn jetzt hin? Hä? Wo ist denn der Fisch? Hä? Du, 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 du. Der kann ja nur hier hinten sein. Hallo, großer leuchtender Fisch. Wo bist denn du? Du, 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 du. Okay, jetzt waren wir aber echt, also jetzt waren wir echt in jeder Kammer gewesen. Und ich frage mich halt jetzt wirklich. Was wir noch machen müssen. Wo ist denn jetzt der komische Fisch? Da ist unser Freund. Und da hinten ist dieser Fisch. Warte, was ist denn jetzt hier unten nochmal? Mann, hier waren wir doch auch schon. Ja, Luis. Also komm, wir schwimmen jetzt nochmal zu dem Fisch hin. Leuchten ja richtig auf diese komischen Blumen, wenn der da durchfliegt. Oh Gott, erschreck mich doch nicht so. Jetzt kann ich nochmal da rein. Hat das was gebracht? Oh, der hat aufgehört zu leuchten. Nee, der leuchtet wieder. Okay. Der hat ja ein Relikt über seinem Kopf da rumfliegen. Hallo. Heißt das jetzt, wir sind gestorben, oder was heißt das jetzt? Guck mal hier, was ist denn das? Nichts. Kann ich nichts machen. Und auch wenn ich da reinfliege, kann ich auch nichts machen. Mann. Bringt mir da nichts. Muss ich überhaupt hier unter Wasser was mit dem Ko- Oh, was ist denn das? Oh, nein, tut mir leid. Da wollte ich nicht dagegen fliegen. Ach, da waren wir schon. Ich dachte, hä? Das sieht gerade mega komisch aus. Als könnte man durch den Boden hier durchgucken. Oh, ja, gut, okay. Leute, bevor ich jetzt nochmal ewigst... Okay, das Einzige, was ich nochmal mache, ich fliege jetzt nochmal raus hier. Was ich natürlich nochmal probieren kann, ich kann natürlich gucken, ob hier irgendwas zu entdecken gibt noch. Mit dem habe ich natürlich schon geredet, ja. Da bin ich natürlich auch schon rein. Okay. Und sonst? Was ist das hier? Okay. Hier waren wir, glaube ich, schon noch nicht gewesen. So, oder waren wir hier schon mal? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Leute, ich glaube, ehe ich jetzt nochmal hier stundenlang durch die Höhle hier fliege, also für mich ist das eine Höhle,
würde ich sagen, dass ich den Part an der Stelle beende. Ich schaue dann schon im Internet nochmal ein bisschen, wie es weitergeht. Genau. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Den Support, meine lieben Freunde, ist kein Mord. Und ja, könnt mir auch gerne was in die Kommentare schreiben oder mich abonnieren, wenn ihr Bock habt. Freue ich mich immer. Und ja, ich rede schon wieder zu viel. Ich wünsche euch sonst noch einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Teil wieder ein. Und sonst würde ich sagen, haltet die Ohren steif, Leute. Und ciao.